Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Funtime. Und heute mit dem Lego Ninjago Legacy Comic und zwar der Nummer 25. Das Ganze ist diesmal erschienen für 7,99 €. Allerdings erhalten wir hier jetzt auch die erste Metalldose mit gleich zwei Minifiguren und zwar Lloyd und den Skelettkrieger und zudem noch ein Booster der Serie 9 Next Level. Ja, es war ja auch nur eine Frage der Zeit, wann die ersten Metalldosen hier auftauchen und auch wie dann der Preis ausfällt. Jetzt wissen wir es, 7,99 €. So viel kosten ja mittlerweile auch die Ninjago Legacy Magazine, die regulären, wo wir gerade bei den regulären Magazinen sind. Dieses Extra gab es ja schon einmal und zwar kommt dieser Zufall, das Ninjago Comic Nummer 25, das Extra war früher im Ninjago Legacy Magazin Nummer 25. Und hier hatten wir noch 6,99 € bezahlt, hatten eine limitierte Karte dazu bekommen, der Serie 8. Hier erhalten wir bei unserem Comic allerdings mal ein Booster. Dann würde ich einfach mal sagen, ich entferne hier die Extras und wir schauen uns einmal alles in Ruhe an. Und so schaut dann unser Magazin aus, wenn wir die Extras entfernt haben. Wir starten auch mit unserer Metalldose hier. Lloyd und den Skelettkrieger, wir sehen auch beide vorne aufgedruckt. Einen richtig schönen goldenen Rand haben sie hier der Dose verpasst. Unten die Aufschrift Ninjago Legacy. Und natürlich die Minifiguren richtig genial geprägt. Mit den Vertiefungen auch der einzelnen Waffen haben sie noch mal ein bisschen hervorgehoben. Also sieht wirklich richtig klasse aus. Die ganze Box einmal angeschaut. Hier haben wir das Symbol natürlich einmal von Lloyd und den Skelettkrieger. Dann haben wir die Augen von Lloyd. Einmal die Aufschrift Legacy Box. Und natürlich die Augen von Skelettkrieger. Und natürlich einiges am Rabbeln in der Metallbox. Wir sehen hier oben rechts Limited Edition Box. Das Ganze ist von Blue Ocean. Wir sehen einmal einen Kopf 1:1 für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren nicht geeignet. Empfohlenes Alter ist hier 6+. Ja, und es steht ja Limited Edition drauf, daher habe ich mich gefragt, weil wir ja im letzten Jahr schon die Box bekommen haben, ist das wirklich die identische Box? Weil hier hinten ist auch ein Jahr aufgeführt und zwar sehen wir es da 2023 und dasselbe haben wir auch hier. Ich habe schon gedacht, sie hätten die Dose einfach nochmal neu produziert. Scheinbar haben sie dann letztes Jahr ausreichend Dosen produziert, um jetzt auch das Comic damit zu bestücken, damit es einfach limited bleibt. Die Minifiguren schauen wir uns später noch einmal in groß an. Bevor wir jetzt zum Magazin kommen, öffnen wir ja mittlerweile auch die Ninjago Booster hier auf dem Kanal. Wir haben dann hier Serie 9, Next Level. Ihr wisst, 6 Sammelkarten haben wir drin und sie haben ja keine Änderung. Und strahlt jetzt erstmal direkt ein starker Legacy Cole hier entgegen. So, der starke Legacy Cole, erste Karte. Und dann haben wir starke Legacy Nia. Dann haben wir eine umgedrehte Karte, aber das scheint. Tja, da bin ich noch nicht so ganz in der Übung, was Booster aufmachen angeht. Eine Aktionskarte und zwar Djinnkraft. Dann haben wir nochmal eine Aktionskarte, vertraute Gestalt. Und dann haben wir hier Mega Legacy Vojira. Sieht auf jeden Fall auch sehr genial aus. Die Holographie wirkt im ersten Moment etwas bunt, dennoch richtig cool. Und dann haben wir sogar diesmal noch eine Holokarte dahinter. Und hier haben wir dann ein Drache und zwar der, das Ganze nennt sich dann Drachenteam. Hier in dem Fall Erddrache. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Also nach lange mal wirklich wieder, wir haben ja schon ein paar Booster geöffnet, mal wieder zwei von diesen Folienkarten drin. Ist ja mittlerweile nicht mehr so wie früher. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Comic. Jetzt, wo die beiden Extras entfernt sind, sehen wir natürlich etwas mehr von dem Cover. Natürlich nochmal speziell unsere zwei Minifiguren abgebildet. Wir bekommen zwei starke Poster hier drin. Das Ganze läuft diesmal unter dem Titel Carmadon schlägt zurück. Und hier erhalten wir wieder zwei Comic drin, also zwei Best-of-Comic der Ninjago Magazine. Zufällig ausgewählt. Sie müssen nicht unbedingt immer zusammenhängen. Das Ganze dann nun einmal aufgeschlagen, sehen wir linke Hand Werbung von Minecraft, was ja alle 4 Wochen neu erscheint. Rechte Hand herzliches Chaos. Ninjago Comic 1, das verschollene Grab beginnt ab Seite 4. Comic Nummer 2, der Mega Magnet beginnt ab Seite
18. Dann haben wir hier unten noch eine Aufräumaktion für uns. Und zwar haben wir einmal einen fliegenden Mülleimer 1, 2 und 3. Und da dürfen wir dementsprechend die Seiten eintragen, wenn wir sie gefunden haben. Ja, ihr wisst, auf meinem Kanal werde ich die Comics überspringen. Ja, und bei einem Comic-Magazin ist das dann immer ganz schwierig. Wir haben nicht wirklich viel zu zeigen. Also zwei gut gemachte Comics. Und das eine kam jetzt auch gar nicht so bekannt vor. Mittendrin jede Menge Werbung für unterschiedliche Lego-Magazine. Wir starten hier linke Hand. Wir drehen das Ganze einmal und wir sehen, wir haben hier Ninja-Training. Und zwar, mit welchem Ninja möchtest du am liebsten trainieren, heißt es hier unten. Da haben wir dann Kai, Lloyd, Jay, Cole, Zane und Nia. Ja, und die dürft ihr jetzt einfach mal eine Runde ausmalen, wenn ihr Lust dazu habt. Aber man kennt auch schon die einzelnen Ninjas an den Augen. Hier ist zum Beispiel Lloyd grün. Hier haben wir auch schon Zane mit seinen blauen Augen. Ja, also ich finde, eine freie Auswahl, wer soll welcher Ninja werden, haben wir nicht. Ist schon vorgegeben. Ihr malt sie einfach nur dementsprechend aus. Rechte Hand, dann die zwei Poster. Auch ihr seht schon hier, es wird nur ein Wendeposter. Mir gefallen ja auch mal die kleinen Poster in dem kleinen Format hier. Und das Ganze mit einem Titel Duell Nintroid gegen Jay. Und auf der anderen Seite das zweite Poster mit dem Titel Die Schlangen kommen ringfrei. Also finde ich auch, beide nicht verkehrt gemacht, sind auch beide völlig in Ordnung. Rechte Hand haben wir eine Mission und auch gleichzeitig die letzte. Zu viele Shuriken nennt das Ganze sich. Ihr müsst halt den richtigen Weg finden von vier verschiedenen Wegen. Ja, und dann sind wir auch schon wieder durch mit dem Comic. Ja, ist halt leider so, bei den Comic-Ausgaben kann ich euch wirklich nicht viel zeigen, weil ich ja, wie erwähnt, die Comics überspringe. Dann nochmal hier Werbung für Uferpark, okay. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was wir bei der Nummer 26 bekommen. Und wir haben dann den Cole vs. Sklett Ritter. Zwei krasse Minifiguren, starke Duellbox heißt das Ganze dann. Hier sehen wir dann das Comic Nummer 26. Wir sehen auch hier wieder keine limitierte Karte und oder Booster angekündigt. Und da bin ich dann einfach mal gespannt, wenn wir nächste Ausgabe wieder eine Metallbox bekommen und keinen Booster, wie wird dann dementsprechend der Preis sein? Aber man muss dazu sagen, die Booster werden ja vorher nicht angekündigt. Ab und zu hängt mal eins mit dran, ab und zu halt nicht. Auf jeden Fall bekommen wir in der nächsten Ausgabe meiner Meinung nach zwei richtig klasse Minifiguren von allen. Die Skelette haben mir unheimlich gut gefallen. Die haben es auch schön ausgearbeitet. Die Farbkombi mit dem Neon Grün und Rot hat mir eh richtig gut gefallen. Und alles mit so Ketten immer bedruckt hier die ganzen, hier zum Beispiel jetzt der Torso, also die haben mir doch recht gut gefallen. Und ich finde es echt toll für die Leute, die letztes Jahr aus irgendwelchen Gründen mal eine Box verpasst haben. Die haben jetzt einfach nochmal die Chance, sie nachzuholen. Apropos Box und verpasst, kommen wir zu unserem heutigen Lego Extra und zwar Lloyd gegen den Skelettkrieger. Ich nehme es mal vorweg, meiner Meinung nach haben wir hier zwei richtig tolle Minifiguren. Wir starten mal links mit unserem Lloyd, die ganze Minifigur in verschiedensten Grüntönen ausgeführt. Wir starten jetzt hier bei der Hose, die eher in Richtung Oliv gehend, wunderbar bedruckt, auch der Kimono von oben bis nach unten über die Hose durchgehend, schön detailliert ein Gürtel und an sich der Beindruck ist schon recht aufwendig und detailliert gemacht bei dieser Minifigur. Der Torso ist vorne wie hinten bedruckt. Das Schöne ist, Arme sowie Torso sind dann insgesamt drei verschiedene Grüntöne. Dann haben wir hier ein Schulterstück bekommen, was über eine Seite geht. Schön in Anthrazit Silber gehalten. Dann haben wir hier wieder ein Kopf, zwei Gesichter, was mir persönlich immer richtig gut gefällt. Und ich finde, mittlerweile sollte es so ziemlich Standard bei jeder Minifigur sein, wo es auch wirklich möglich ist. Dann haben wir hier noch seine Ninja-Maske, die dementsprechend auch zwei Grüntöne und ein hellgrünes Katana. Also rundum ein gelungener, mehrfarbig grüner Lloyd. Rechte Hand, dann unser Skelettkrieger, wie ich in der Einleitung schon gesagt habe. Der Körper und Hose hier in Schwarz gehalten und auch hier richtig schön detailliert bedruckt mit natürlich viel Metall, so wie sich das für einen Skelettkrieger gehört. Natürlich in Silberrot und Neongrün. Auch er bekommt hier ein Schulterstück mit noch zwei Spitzen drauf. Gefällt mir auch sehr gut. Silberne Arme, auch wieder neongrüne Hände bei ihm. Der Kopf in Schwarz gehalten, natürlich vorne bedruckt. Hier haben wir hinten keinen Druck auf dem Kopf, also nur eine Gesichtsseite bedruckt. Und zudem noch zwei schwarze Hörner. Dementsprechend durch die Hörner würde er etwas merkwürdig aussehen, wäre auch die Rückseite des Kopfes
bedruckt mit einem Gesicht. Seine Waffe, ja, finde ich jetzt persönlich nicht ganz so toll für einen Krieger. Da hätte ich mir doch eventuell was anderes vorgestellt. Aber auf jeden Fall das Rot mit den zwei Zähnen, die sogenannte doppelte Knochenklinge, ist, glaube ich, nicht die schlechteste Waffe. Wie gesagt, ich persönlich finde diese zwei Minifiguren wirklich richtig toll. Aber ich fasse nun mal zusammen, was wir dann heute gesehen haben in unserem Lego Ninjago Legacy Comic, und zwar der Ausgabe Nummer 25. Das Ganze ist für 7,99 € erschienen. Wir haben hier bekommen als Lego Extra zwei Minifiguren, und zwar den Lloyd und den Skelettkrieger in einer coolen Limited Edition Metallbox oder Tinbox auch hier genannt. Zudem noch ein reguläres Booster Ninjago Serie 9 Next Level. Im Comic selbst, so wie wir es gewohnt sind, wir haben hier im Vordergrund die zwei Comics stehen, die vertreten sind. Diesmal hatten wir noch zwei bzw. ein Wendeposter mit dabei, eine kleine Mission und was zum Ausmalen. Unterm Strich, meiner persönlichen Meinung nach, wieder ein tolles Ninjago Legacy Comic, was wir bekommen haben. Zwei tolle Figuren, eine tolle Dose, ein Booster, und der Preis 7,99 €, finde ich, ist mittlerweile auch in Ordnung für die Variante an Magazin bzw. Comic mit Metalldose. Und auch das Comic Nummer 26 werden wir uns selbstverständlich hier anschauen, und da bin ich mal gespannt, ob wir wieder einen Booster dabei kriegen oder nicht und wie dann der Preis von diesem nächsten Comic sein wird. Aber ihr wisst, alles, was ich hier im Video sage, ist nur meine persönliche Meinung. Eure Meinung zählt auch. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von unserem Lego Ninjago Legacy Comic, der Ausgabe Nummer 25. Und dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Horgi.